Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Raya und unserem Raphael. Und zwar im neuen Haus. Ich gebe euch nur ganz kurz einen Überblick über das Haus hier. Denn es gibt ein ganzes Speedbit, wo ich euch das genau zeige. Und wir werden wahrscheinlich eh noch 5 Millionen Sachen ändern. Deswegen gibt es nur einmal einen Überblick, wie das Ganze hier ausschaut. Wir haben genau 0 Simoleons. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, dann wild, Leute. Wild, wild. Aber ist schon okay. Wir werden es überleben, Leute. Wir werden es überleben. Aber im Großen und Ganzen ist das jetzt erstmal das, womit wir arbeiten werden. Und wir werden heute definitiv Geld zusammensammeln müssen. Erstmal automatische Lichter, weil sonst haben wir ein ganz großes Problem, weil wir haben eh schon kein Geld. Und dann muss ich noch die Betten zuweisen. Und wenn wir jetzt eh schon dabei sind, jetzt habe ich ja die ganzen Fotos im Inventar. Flitzen wir nochmal kurz zum Friedhof und lassen dort ein Foto da. Weil das hat uns ja letztes Mal gefehlt. Rocky, schön, dass du mit uns zum Friedhof gehst, aber weiß ich jetzt nicht. Das ist doch ein schönes Foto. Süß. Dann flitzen wir eigentlich wieder nach Hause, oder? Caleb Vator ist erstmal hier. In dem Let's Play spielst du keine Rolle, eigentlich. Soweit ich das gesehen habe, hat Raphael nämlich die nächsten 2 Tage frei. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir können natürlich mit Raphael und mit Raya zusammen zum Antiquitäten-Shop gehen. Raya könnte ihre ganzen Essenssachen verkaufen. Und Raphael könnte sich um den Antiquitäten-Shop kümmern. Because we really need the money. Ich meine, wir können natürlich auch dieses hier verkaufen, ne? Weil ganz ehrlich, wir tragen das eh nicht. Wir können das verkaufen. Ich werde aber das auch nur für den Preis verkaufen, wie es hier steht. Weil ich weiß, dass man damit Unmengen an Geld machen kann. Aber wir wollen ja auch jetzt hier nicht so direkt cheaten. Ne? Deswegen machen wir das so. Es ist dann vielleicht nicht viel. Warum ist er jetzt glücklicher Single? Ed wird schon passen. Dachte, du stehst auf Riley. Naja, kannst ja mal mit ihm flirten am Telefon. Und du kannst ja schon mal ein bisschen was zu essen machen, was wir dann verkaufen können. Ist das eine Idee? Ach, wir haben kein Geld. Wir können nichts zu essen machen. Oh Mann, schlecht. Haben wir noch irgendwas? Ja, schon. Okay, dann sind das so Sachen, die wir dann da verkaufen. I guess. Oh mein Gott, wir haben hier ja noch Apfelnektar. Komplett vergessen. Ich weiß nicht, kann man den da auch verkaufen? Weil wir brauchen den eh nicht. Könnte eine Idee sein, ne? Wir können dann ja einfach mal alles mitnehmen und schauen. Es gammelt in deinem Zimmer, Rocky. Möchtest du das nicht aufräumen? Weil wir anderen kommen da eh nicht durch. So, das ist ein Küchenwaschbecken. Das Badezimmer. Ich vergesse das immer einzustellen, aber es ist meiner Meinung nach schon wichtig, weil es macht mich manchmal sehr sauer, wenn die dann irgendwie Geschirr spülen im Waschbecken im Badezimmer. Ich würde sagen, ihr geht einfach schlafen, damit wir dann morgen vielleicht auch schon relativ früh aufbrechen können. Aber doch, wenn ich das jetzt so sehe, es macht mich schon happy, das so zu sehen. Raya ist auf jeden Fall ready. Die fühlt sich richtig gut. Was haben wir heute vor? Es ist die 109. Erstelle ein zweites Alltagsoutfit. Nix Burnout hier, ne. So, wer von euch hat weniger Outfits? Wahrscheinlich du, oder? Raya hat vermutlich mehr, schätze ich. Nö, ihr habt beide gleich viel. Ich werde trotzdem, glaube ich, eins für dich machen, Raphael. Guck mal, die Farbe matcht voll zu seinen Fingernägeln. Das ist voll geil. Er ist ja so künstlerisch. Deswegen finde ich es eigentlich cool, wenn er halt so eine Statement-Hose quasi trägt. Aber ich würde dazu, glaube ich, schlichtere Schuhe tragen in dem Fall. Und was, wenn er einfach mal eine Kette oder so trägt? Das könnte cool aussehen. Oh no, man sieht die Ketten nicht. No. Das ist ja schade. Das wäre voll cool gewesen. Weil dann hätte ich ihm vielleicht auch so ein Pride-Dings gegeben. Schade. Aber doch, ich finde es cool. Ich bin sowieso Fan von den beiden. Dann frühstücken die beiden am besten gleich nochmal. Und dann können wir eigentlich losflitzen. Hoffentlich regnet es dann da nicht, ne? Ich weiß nicht, wie es in Magnolia Promenade aussieht. Aber die kommen, glaube ich, auch wenn es regnet. Das ist denen, glaube ich, ziemlich egal. Wir nehmen unser komplettes Essen mit. Ich weiß nicht, ob man diese Entspannungssuits da auch verkaufen kann. Ich nehme es einfach mit. Und das mit dem Nektar, ich weiß auch nicht, ob man den verkaufen kann. Aber ich nehme es mit. Oh, jetzt steht das da mit dem Nektar. Ach Mann, ey. So, das verkaufen wir alles. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Dann flitzen wir mal. Das sieht so doof aus. Aber ich liebe es auch ein bisschen. Raphael kommt mit. Es ist nur bewölkt anscheinend. Dann geht's ja noch. Okay, man kann die Sachen auf jeden Fall da reintun. Das ist geil. Manche Sachen sind einfach angefangen. Das ist auch ein bisschen traurig. So, Raya, viel Spaß. Und dann öffnen wir noch den Laden nebenbei. Das sieht so lustig aus. Wie viele verschiedene Sachen hier sind. Ih, das ist einfach angefangen. Schön. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Oh, da hat jemand was gekauft. Let's go.
14 Simoleons. Yeah! Oh mein Gott. Sachen werden gekauft. Lieben wir. Und ich mache gerade noch nicht mal aktiv was mit Raya. Lieben wir. Also, läuft gerade, ne? Das zu verbinden war anscheinend eine gute Idee. 110? Was gibt denn 110? Das Sud? Das Entspannungssud? Und oh mein Gott. Die Apfelnektarflasche wurde, glaube ich, auch gekauft. Here comes the money. Aha. Da möchte jemand auch was kaufen. Sehr schön. Ich meine, wir können dann zwar nichts Neues hier hinstellen, aber es ist schon okay. Man hat halt nicht immer alle Antiquitäten, ja? Man kommt ja nicht immer wieder neue. 302. Sehr schön. Oh, da möchte noch jemand was haben. Let's go. Jetzt läuft's aber. Oh, es fängt an zu regnen. Das tut mir leid. Oh mein Gott, das Peace. Oh mein Gott. Do you remember her? Ich wollte anrufen, um dir zu sagen, dass verschieden ist. Wer ist denn is now a question. Irgendeine Seniorin. Ja, schade, ne? Was willst du machen? Och, Raya friert. Ach, Maus. Kannst du dich nicht umziehen? Sie so, oh mein Gott, ich habe gar keinen Bock auf diese ganzen Leute. Stopp. Leia hat aber auch jedes Mal Bock, ne? Jedes Mal ist sie da. Aber ihr Stand funktioniert echt gut. Guck mal, hier sind schon wieder Sachen leer auch. Läuft. Okay, zeig mal. 494 verdient. Zweimal Kürbismilchwaffeln, zweimal Apfelnektar. Als ob der nur 42 gebracht hat. Dreimal Waffeln, einmal Aubergine mit Parmesan. Das hat viel gebracht. Fünfmal Schokotorte. Zweimal Entspannungssud. Let's go. Zweimal Kokosnusskuchen, zweimal Hamburgerkuchen, nochmal Hamburgerkuchen und einmal Gruselkekse. Let's go. Das lief sehr gut. Zufriedene Kundschaft. Oh, einfach Maus. So, Raya Girl, hast du Lust, nochmal bei Amos Ecke zu gucken? Oh, das Foto ist süß. Schauen wir mal, was hier abgeht. Cameron. Vlad. Kazuhisa. Mann, immer diese Namen, die ich doch nicht aussprechen kann. Andreas. Paolo. Oh, Paolo, was mit deinen Haaren? Und Connor. Da weiß ich jetzt nicht, irgendwie. Er ist einfach Pfadfinder. Was ist hier los? Glaube nicht. Magst deinen Bruder helfen hier? Toll, jetzt ist hier überall Dreck. Nett von euch, nett. Ich meine, vielleicht kaufen wir hier einfach eine Mülltonne mal für. Ist vielleicht auch ein Traum. Oh, da möchte schon wieder jemand was kaufen. Let's go. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, heute herzukommen, ey. Yay. Auf der Seite ist schon fast gar nichts mehr. Oh, da möchte noch jemand was kaufen. Let's go. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's richtig. Oh, hi, schwangere Frau. Schwangere Teenagerin sogar. Aber ich bin sehr stolz auf die beiden, weil, also wir wirklich, wir wären untergegangen, hätten wir jetzt kein Geld verdient heute. Das ist auch schon die komplette Family, das ist auch traurig. Mortimer Goth möchte mein Outfit haben. Ich habe alles gesehen, was du letzte Woche getan hast. Ich war da, ich habe alles gesehen, du steckst in Schwierigkeiten, Junge. Ja, Raphael ist niemand, der irgendwas Schlimmes tun würde, also... I doubt it! So, ich würde jetzt gerne noch eine Person abkassieren gleich und dann würde ich langsam auch nach Hause gehen. Ihr wart dann lange genug hier. Ihr seid schon 8 Stunden hier auf, also alles tutti. Nur eine Person, komm. Irgendeiner. Warum tut ihr mir das an? Also es war uns auch irgendwie klar, aber... Oh mein Gott. Trip Destiny. Okay, da möchten noch 2 Leute abkassiert werden. Dann schließen wir den Laden und dann besuchen wir... Ja, Destinys Haus, ne? Und hoffen, dass da der Grabstein ist. Ich meine, ich habe ja diese Mod, wo man den Grabstein noch bekommen kann. Wäre sonst zur Not auch noch eine Möglichkeit. 2721 Simoleons haben wir gemacht. Ich finde, das Geld können wir uns auf jeden Fall übertragen. 2721. So. Dann ist nämlich noch was im Geschäftsbudget und wir haben hier jetzt erstmal wieder ein bisschen Puffer. Wussten wir das schon, dass die 2 Haustiere haben? Oh mein Gott, der Grabstein steht da. Also die Urne. Dann kann Raya nochmal kurz pinkeln gehen. Oh, Christoph ist offiziell weitergezogen. Nehmen wir Marlin und Vadim mit und dann gehen wir zum Friedhof. Grabstein. Hier haben wir ein Foto von Destiny und Cosrow. Ist jetzt nicht das beste Foto, aber es wird funktionieren. Ich weiß gerade gar nicht, was ich da hinstellen soll. Es ist halt gerade Herbst. Deswegen kann man das jetzt alles nicht so gut erkennen. Ich habe jetzt hier noch so Rosen gepflanzt und hier so Sonnenblumen. Inzwischen kann man hier noch so... Gänseblümchen machen. Ich hoffe, dass das halbwegs okay aussieht, wenn es dann eben Sommer oder so ist, wenn man es dann wieder sieht. Aber ich glaube, das ist so erstmal okay. Ich habe jetzt noch dazu geschrieben, dass sie die beste Zwillingsschwester jemals war. Und dann dürft ihr trauern. Es ist halt diese Zeit immer in der Legacy, wo dann halt besonders viele Sims von uns gehen, leider. Aber jetzt müssten erstmal alle der Hauptpersonen noch eine Weile leben. Ja, genau. Redet nochmal miteinander. Ich finde es so wild, dass sie jetzt hier auf dem Friedhof hier sind und dann hier so romantisch sind. Ach, ich weiß doch auch nicht. Jeder geht mit Trauer anders um. Bin mal gespannt. Ich habe ja noch nicht das ganze Grundstück hier
genutzt. Ob wir das dann irgendwann nochmal erweitern müssen. Ich meine, vermutlich. Wir gehen lieber. Ich möchte hier nicht die ganze Zeit nur in Trauer stecken. Ja, Marlin und Vadim können eigentlich mitkommen. Achso, dann können wir das hier verkaufen. Das Essen ist wieder im Kühlschrank, also alles tutti. Ja, 4 Follower. Richtig gut, hör mal. Vielleicht kannst du ja für uns alle nochmal was kochen, Girl. Vielleicht mach mal dieses Pad Thai mit Tofu. Das klingt sehr gut. Nimmt sie einfach was aus dem Kühlschrank. Sag mal, ich koch doch hier. Für uns alle. Nee, Raphael, sehe ich jetzt nicht ein. Du legst das jetzt schön weg. Raphael! Nein! Rocky nimmt sich auch direkt was. Oh, es scheint sehr scharf zu sein. Ups. Wenn es schmeckt, soll es egal sein, oder? Dem Dreier möchte er ja auch noch mal ein paar Zutaten so vorbereiten und so. Vielleicht kümmert sie sich darum jetzt gleich einfach noch mal ein bisschen. Ich habe vergessen, dass es so viele verschiedene Sachen gibt. Wie wäre es, wenn wir Gemüse vorbereiten? Oh, 5 Stück. Sehr cool. Und wenn sie inspiriert ist, dann sollen wir die vorbereiteten Zutaten nutzen. Raphael möchte jetzt demnächst auch mal wieder ein bisschen mehr Musik hören, I guess. Dann können wir uns natürlich auch kümmern. Vadim, wieso schläfst du in meinem Bett? Aber schon okay. Wenn man Cousin und Cousine ist, dann ist das schon in Ordnung. Heute ist Tag der neuen Fähigkeit. Das ist auf jeden Fall cool. Raphael hat ja bald Geburtstag. Und Raya ja auch schon. Ja, wir müssen uns echt dranhalten, ne? Mit Kindern und so. Oh mein Gott. Oh, ihr seid einfach gleichzeitig wach. Okay. Das nenne ich auch mal Geschwisterliebe, ne? Okay, 171. Bring Farbe in dein Leben und färbe jedes Licht in einer bunten Farbe ein. Wieso mache ich sowas eigentlich? Schon okay. Das wär's doch, oder? Nein, das will ich nicht. Oh, grün ist auch geil. I. Können wir dieses ganz, ganz helle Gelb nehmen? Das fällt dann nicht so schlimm auf. Ich würde übrigens heute gerne auch wieder mit Raphael zur Arbeit gehen, weil sonst können wir nicht befördert werden. Wir müssen 3 Patienten behandeln. Oh, wait, hat er einfach Gemüse, also vorbereitetes Gemüse gegessen? Hör auf! Raphael einfach. Nee, es reicht jetzt. Hör auf! Nur weil er ein Vielfraß ist. Aber dann muss man doch kein vorbereitetes Gemüse essen. Oh mein Gott. Hör jetzt auf! Oh mein Gott! Nein! Dieser Mann macht mich fertig. Wie oft wolltet ihr schon vorbereitetes Gemüse essen? Schreibt mal in die Kommentare. Good day, good day, good day. Unser Girl wurde anscheinend auch befördert. Sie war doch vorher hier vorne. Als Assistentin. Ich bin so stolz auf dich, Girl. Weil es ist ja unsere Kumpeline. Oh, die sind alle schon versorgt eigentlich. Ja, let's go. Dann können wir die auf jeden Fall abstauben. Das hilft uns. Dann können wir das Bett machen. Ja, top. Die Wette gilt, Leute. Dann haben wir direkt 3 Patienten behandelt. Let's go. Er liebt Tag der neuen Fähigkeit. Süß. Dann hoffen wir, dass er das heute noch schafft. Aber lernt er nicht, wenn man Medizinforschung recherchiert, lernt man da nicht irgendeine Fähigkeit? Logik wahrscheinlich. Oder auch nicht. Schade. Warum sind die Patienten hier draußen? Kira! Hi! Die kennen wir auch. Warum kann ich die nicht zum Untersuchungsdings geben? Blö. Müssen die sich erst richtig anmelden dafür? Ach Mann. Guck mal, da lernt er. Und wir haben unsere Miete bekommen. Let's go! Also Geld ist wieder okay. Okay, die Kinder können wir tatsächlich behandeln. Na gut, dann kümmern wir uns um die Kinder. Dann Körper untersuchen. Dann sollen wir noch einen Abstrich nehmen. Freue mich schon, wenn wir dann selber das alles machen können. Weil jetzt gerade ist es immer, das übersteigt seine medizinischen Fähigkeiten. Das muss übergeben werden. Und ich so, aber ich will es selber machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind heute richtig schlecht dabei. Ich würde gern länger bleiben heute. Ich habe das Gefühl, die anderen Leute arbeiten hier gar nicht richtig. Ich bin der Einzige, der hier was macht. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder besser am Start. Weil ich würde schon immer gerne die Leiste vollkriegen, wenn wir dann schon mit sind bei ihm. Ich meine, meistens schicke ich ihn dann ja auch so los. Aber ja, für die Beförderungsaufgaben müssen wir ja dann dabei sein. Ich fände es halt doof, wenn wir dann das einmal so schlecht abschließen. Guck mal, ich habe Patienten übergeben gedrückt und das war sogar unsere Aufgabe perfekt. Alles optimal gelöst. Dann hätte ich gar nicht länger bleiben müssen. Hat dann doch noch alles geklappt. Aber dann üb die Analyse mal. Weil dann kannst du deine Fähigkeit erhöhen, was doppelt und dreifach gut ist, weil wir haben heute Tag der neuen Fähigkeit und wir haben höhere Dings und guck mal, jetzt hat er das nämlich abgeschlossen, sehr schön. Und Logikfähigkeit ist ja dann auch im Job generell ganz gut, also let's go. Warum haben wir die Elementesammlung jetzt, egal. Hat doch dann super funktioniert heute. Bin stolz auf dich, Raphael. Sehr, sehr gut. 455. Wir sind ja erst Level 3 oder so. Und ich finde, dafür ist das wirklich okay. Da hat er schon direkt sein neues Outfit angezogen. Okay, sie muss inspiriert sein. Wieso nutzen wir dann nicht mal so eine Lampe? Emotionale Aura aktivieren. Jetzt hör auf! Immer ist er das! Jetzt ist sie zu traurig, weil ihr Bruder hier ist. Ich kann doch nicht mehr. Ja, sag ja, mein Gott. Mein Gott, wir müssen wirklich diese Sachen vor ihm verstecken. Das ist doch unnormal. Ich will doch nur, dass Raya inspiriert ist. Okay, wenn man diesen Kanal guckt, könnte man vielleicht auch ein bisschen inspiriert werden. Ist sie sogar.
Süß. Aber ich habe gerade andere Pläne. Ich möchte doch nur inspiriert sein, Leute. Warum ist das so schwer? Ich kann doch nicht mehr, Leute. Girl. Hier, Kummer-Hotline. Vielleicht hilft ihr das. Ich meine, sie kann nebenbei noch irgendwie was anderes vorbereiten. Sie kann was vorbereiten und dann vielleicht nochmal so eine inspirierende Dusche nehmen. Hier nachdenklich duschen. Komm. Ja. Ich meine, das ist da nur einmal. Aber egal. Wir schaffen das. Solange es zählt, ist es für mich okay. Oh, Feinschmeckerfähigkeit hat sie erreicht. Hä? Warum das denn? Oh, und das hat sie auch geschafft. Jawohl. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Muss sie das währenddessen vorbereiten? Also das habe ich... Vielleicht ist das das Problem. Oh, sie muss die Sachen zubereiten und kein Essen. Ja, das steht da aber anders. Na gut, nächstes Mal, wenn sie inspiriert ist, muss sie halt ganz viel vorbereiten. Naja, für nächstes Mal wissen wir Bescheid. Ich möchte mal ganz kurz jetzt nochmal die Lichter hier. Würde ich gerne jetzt wieder normal haben, danke. Und dann bitte wieder alles auf automatisch. Lieben Gruß. Und mit diesem Raphael beenden wir dann hier die Folge, würde ich sagen. Auch wenn schon wieder ein bisschen Dinge passiert sind, die nicht so geil sind, hatte ich trotzdem sehr viel Spaß heute. Ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Wir sehen uns dann mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!